7. Leseratte mit Drehwurm. Ein Mystik-Level. Genauso ist das Level aufgebaut. Man geht erstmal hier hin, dann dahin und geht einmal hier durch die Röhre. Und auf der anderen Seite wartet wieder ein Toadie, der liest. Kann ich auch lesen. Will auch lesen. Darf ich nicht lesen, ne? Schade. Besser als Lego City. Ja. Hier haben ein paar Münzen. Und hier ist ein Diamant. Guck mal, was habt ihr denn hier für Dinger ausgegraben? Aha. Ein Level. Komm, geh auch mal schlafen, Toadie. Hast du verdient. Komm, Toadie, geht schlafen. Komm, schlafen, Toadie. Geht nicht, ne? Na gut, egal. Anfeuern geht auch. So, dann da rein. Dann drehen wir mal das ganze Konstrukt hier. Und gucken wir mal, wo wir dann auskommen. Auf jeden Fall hier schon mal ein Edelstein. Und den dritten sind wir auch schon. Müssen wir noch da hinkommen. Aber das dürfte, glaube ich, hier mit dieser. Oh, das hat schon die richtige. Das dürfte eigentlich schon die richtige sein. Oder kommen wir jetzt hier hindurch? Ne, kommen wir nicht. Hier ist auch nochmal ein Plakat. Stimmt, die sind nicht in dem Plakat, die Dinger. Ne, wir müssen nochmal drehen. Der muss erstmal draufstehen, das geht ja nicht. Genau, da ist unser richtiges Ding jetzt. So. Jetzt müssen wir das Ganze wieder zurückdrehen. Das heißt einmal so, weil da war ja schon der richtige Weg gewesen. Und damit kommen wir ganz einfach zu unserem Stern. Goldpilz eingesammelt. In diesem Level gab es einen Goldpilz. Oh. Oh, Dings gibt's auch noch. Aber wir sammeln erstmal den Goldpilz ein, würde ich sagen. Der Goldpilz verbindet sich ja immer da. Das bin mir weit, weit round. Jetzt hat man eine Rübensache. Wo war denn hier eine Rübensache gewesen? Ich habe gar keine Rübensache gezogen gehabt. Goldpilz ein. Sammle den Goldpilz ein. Sammle den. Du machst mir nur den Diamanten oder gar nichts. Gibt es mir auch gut. So. Also ich kann hier nicht schlafen. Hallo, M. Siemens. Schlafen kann ich hier nicht. Ach, hier. Nee, hier war er doch nicht. Hä, ich dachte, ich könnte nicht durchgehen. Ach, schade, das hätte sein können. Na, wohl doch, wenn ich das anders hindrehe. Doch, Leute, das ist es. Da ist auf jeden Fall so ein Ort, da kann man auf jeden Fall drauf. Den kann ich gar nicht, weil dann komme ich da gar nicht mehr durch. Aber irgendwas hat es damit auf sich, meine ich. Genau, weil wenn ich jetzt drehe, dann komme ich ja da nicht mehr hin. Ah, okay, gut. Genau, wie Yoshi schon sagt, eine versteckt. Da ist er doch, da ist der Goldpilz. Wie komme ich da jetzt hin, ist die Frage. Ach so, so einfach. Gut. Hier. Hey. Na gut. Haben wir noch nicht ganz versehen. Na gut. Dann halt eben so. Goldpilz eingesammelt. Und der Pixel-Tone wartet schon wieder auf uns. Pixel-Toes versteckt ausfindig. Berühre ihn auf den Gamepad. Wo befindet sich diesmal dieser Schuft? Wir gucken erstmal so als ab. Aber vielleicht ist er jetzt hier hinter versteckt. Nee, ist er nicht. Schade, aber irgendwann ist er noch. Irgendwann irgendein Level war noch hinter einem Poster versteckt. Das weiß ich noch. So. Ja, ich werde erstmal den normalen Weg gehen. Erstmal runter. Zu meinen Freunden. Ich höre ihn. Ich höre ihn nicht mehr, ne? Nee, okay. Dann ist er irgendwo hier, so in dem Bereich. Ich dachte jetzt hier bei den Büchern, ist er aber nicht. Nee. Aber hier so in der Nähe. Wir drehen einmal. Da ist er nicht. Da auch nicht beim Goldpilz.
Da oben. Jetzt höre ich gerade gar nichts hier an der Stelle. Wo könnte er denn so hin? Hier. Da ist so eine lange Wand. Da ist er nicht. Machen wir mal so. Das ist eine Lampe. Da ist er auch nicht. Hier. Oh nicht. Auch nicht. Ha. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Höre ich denn hier was? Ich höre ihn ganz leise. Aber nur ganz leise. Hier? Nicht. Nee, da ist er nicht. Da ist er nicht. Hier auch nicht. Oh, jetzt habe ich ihn ganz laut gehört. Ja, doch, ich höre dich auch, Kleiner, aber wo bist du? Nico, please! Ja, ich weiß nicht, aber wo denn? Jetzt ist er ganz laut gerade hier an der Stelle. Jetzt ist er unten. Okay, wie unten? Dann muss ich nochmal drehen. Dann drehe ich nochmal. Ich drehe mal in die Richtung. Da ist er! Gefunden! Ja, ganz einfach, würde ich sagen, ne? Da unten. Komm, hab dich. Ja, tut mir leid, an die Wand muss man erstmal denken, ne? Also, ne? Ja, ich hab's jetzt verstanden, Yoshi. Ganz ruhig, komm runter. Wir haben's verstanden. Gut. Das war der. Aber einfach, würde ich sagen, ne? So, warum ist das Level hier noch als Dings markiert? Achso, weil wir noch das hier haben. Münzenwaren haben wir noch freigeschaltet. Münzenwaren. Und. Pilz. Und wir dürfen uns ein Level aussuchen. Entweder Doppelkirsche oder links. Wir fangen erstmal mit links an mit der Hacke. So. Ding, ding, ding. Yay! Und hol dir das Geld fürs Eckart. Ach ja, gut. Auf jeden Fall ein Ziel werfen im Lorentunnel. Gut. Da ist eine Rübe. Wie komme ich da hin? Ist die Frage. Das Ding war ja automatisch, meine ich. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ist die Frage. Also ich muss es abwerfen. Genau so war das. So, aber ich muss drehen. Ich habe die Rübe. Aber sie hat ja gar nicht so gut hier. Naja, ihr seht ja was, also ihr seht ja gar nichts. Und ja, aber euch sieht jetzt ein bisschen doof aus, ne? Ja. Euch sieht halt so ein bisschen doof aus, aber ihr seht ja, wo ich die Rüben hinwerfe. Aber ja, hier sieht es gerade ein bisschen besser aus, so auf dem Gamepad. Aber es geht gerade schnell. Da ist jetzt Edelstein. Da auch noch. Und da ist der dritte da. An der Stelle. Den haben wir. Okay, das kriegen wir nicht. Die Powerblöcke, ist auch egal. Dann hier noch ein paar Münzen einsammeln, weil Münzen sind Münzen. Okay, noch mal ein paar Münzen eingesammelt. Bestimmt halt sind wieder hier am Ende Münzen sammeln. Bestimmt in der Mission. Kann man sogar sehr gut vorstellen. So, und das war's auch mit diesem Ego-Shooter. Guck mal, da ist voll so ein Loch drin da. Cool.
Auf dem TV jetzt eine krasse Kamerafahrt. Ja, gut. Ja. Alle Parapünktchen besiegt. Gut, das geht ja noch. Das kann man, glaube ich, machen. Das ist machbar. Das ist machbar. Ziel werfen im Lorentunnel. Machen wir. So. Den haben wir schon mal. Das haben wir auch. Einfach just for the fun. Okay, aber die ganze Zeit auch A gedrückt, die ganze Zeit. Einfach A. Ja, A Dauer drücken. Komm schon, ein paar Pünktchen müssen weg. Ich mag euch leider nicht. Beziehungsweise das Spiel mag euch nicht. Nicht persönlich nehmen, aber ihr müsst leider weg. Das Schlimmste sind jetzt eigentlich die hier, weil da sind 4 Stück von. Oh, ich hab schon. Ich hab alle. Ich hab alle. Cool. Fahren die noch ein paar? Sind wir schon durch? Das waren sie schon. Da konnten ja gar nichts. Na gut. Parapünktchen besiegt. Nico ist mit Vornamen Stanzilaus. Wer ist Stanzilaus? Was haben wir für einen Vorname? So, wieder gerichtet die Lampe. Und auf geht's. Zum wartet. Hier sind noch Münzen. Wusste doch, hier war noch was. Auf geht's. Zum The Star. Na dat. Toasty hat den Werbeslogan dunkel und schnitzen. So. Und jetzt hier sind das Ganze noch mit Pixel-Toad. Aber das Schönste ist bei dieser Mission ist, der Pixel-Toad kann entweder nur am Anfang oder am Ende so einer Mission sein, weil man kann während der Fahrt nichts aufsammeln. Das ist das Schöne bei diesen Leveln. So. Und am Anfang ist er schon mal nicht, weil er sagt nichts. Doch, da ist er ja schon. Oh, hab nichts gesagt. Gefunden. Denn? Du hast ihn nicht gut versteckt, mein Lieber. Ja, das hast du wirklich nicht. Und damit Level 9. Drehräder in der Kugelwilli-Basis. Oh, schon Lava-Level hier. Ab Level 9 schon Lava. Was wird das denn? Ah, hier, guck mal, Lava. Ah, nächste Reflexion nur. Oh, wie viel hast du denn? Ich sag mal die Reflexion. Gut. Da sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Das Level sagt mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen ganz schön viel was. Ich hoffe, das war ein gutes Zeichen. War mir jetzt erstmal der Edelstein. Oh, mal ein bisschen näher hier am Mikro rankommen. So. Oh, da war gerade die Verbindung ein bisschen gerade nicht so stabil auf dem Gamepad. Aber macht ja nichts. Aha, sehr cool, Willis. Habe ich gar nicht gesehen, genau. Weg. Weg. Schön dahin gehen, genau. So, das Drehrad haben wir so. Die sind weg. Jetzt schießen wir euch irgendwo in die Walachei. Genau, machen wir da hin. Da ist sogar perfekt, weil da müsst ihr sogar hinschießen. Dann gehen wir hier durch. Hier runter. Dann drehen das hier einmal. Warten kurz hier auf die Kugel, Willis. Gehen runter. So, wir gucken, dass hier die Leute hier mal genau das hier berühren. Perfekt. Dann hier noch mal ein bisschen, mein kleiner Vogel. Sehr schön. Na, nur ein Pilz, aber ist auch okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen näher ranzoomen. Jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Genau. Hier kann ich mal was drehen. Den kann ich drehen. Machen wir mal dahin. Also das ist noch sowas. Wie kriege ich das denn da weg? Ach ja, genau, mit diesen Vertikalen habe ich das ja mal gemacht gehabt irgendwie. So, bitte, bitte, bitte geh. Ja, und ein Block reicht mal eigentlich schon. Mehr brauche ich gar nicht. Ja, das reicht. So, jetzt machen wir dahin. Mehr brauche ich ja gar nicht. So, das haben wir auch. Jetzt habe ich die Frage, Leute, wo ist eigentlich hier der Stern in dieser Mission? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Dun, 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 dun.
Oh, ich war in der... Oh nein. Habe ich jetzt alle meine Sachen verloren? Ich glaube ja, ne? Oh, ne, habt ihr alle noch, okay. Die Frage ist aber jetzt gerade, wo ist eigentlich hier der Stern? Wo ist der Stern? Sie hat den Stern nicht, Leute. Und dabei müsste eigentlich mal am offensichtlichsten sein. So, da bringt mir ja hier nichts, ne? Nee. Der Stern ist ein Stern, der ein Stern ist. Ach so, so ist das also. So, hier. Dann das hier wieder drehen ganz schnell. Ja, genau. Mach mal da wieder kaputt. Da müssen wir auch wieder kaputt machen. Ja, das war jetzt so eine Flux. Wo ist denn gerade der Stern hier jetzt? Wo ist der Stern, den ich ganz gerne hätte? Oh nein, Yoshi hat schon wieder, sei schon. Das hat schon wieder Spaß. Oh, dunkler Wald Perspektive. Ich dachte gerade, obwohl, warum drehe ich eigentlich das Ding hier, wenn mich das nirgends für hinbringt? Kann ja auch nicht ganz angehen. Ich glaube, ich gehe mal hier lang, weil was anderes, einen anderen Weg habe ich ja nicht mehr. Wo bin ich das denn hin? Hier hin. Ah, okay. Ah, da ist der Stern. Da kann ich einfach runtergehen. Und dann kann ich ganz einfach den Stern einsammeln. Did it. Wieso, Yoshi? Warum sag ich mal Yoshi? Warum, Nuki? Warum schreibst du Spanisch? Gold ist eingesammelt, ist die Geheimmission. Okay. Das heißt, wir können irgendwo was drehen, wo ein Goldpilz versteckt ist. Also hier sind ja nicht. Ja, wo ist denn jetzt der Goldpilz? Da ist er nicht, das heißt, wenn man erstmal wieder dahin das Ganze. Ja, kann sein, dass er am Ende ist. Ich denke auch, dass er am Ende ist. Der Goldpilz. Und da gehe ich jetzt auch einfach. Ich kann nicht runterspringen. Schade. Fehlt ja jetzt doof. Kurz warten. Bisschen ranzoomen. Das, was wir gerade gehört haben, ist nur ein Leben. Nein, nur so ein Pilz sogar. Ja. Dann einmal hier durch. Dann hier. Drehen. So. Naja, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist ein Stern. Ach doch, hier drinnen, ne? Ah, hier drinnen. Haha, gefunden, mein Kleiner. Und dann können wir uns auch schon den Stern abholen. Lalalalalalalala. Nico no habla español. Boah, Alter. Okay, ey. Ich schmeiß doch hier irgendwann raus mit. Mit Spanisch. So, das war die Mission. Und nun kommt wieder Pixel-Todi. Oh, schwer gefallen, Dame. So. Wo ist Pixel-Tod denn hier? Problem ist, man kann sehr viele Sachen umdrehen und es gibt ja auch ein bisschen Feuer. Was das Ganze nicht leichter macht. Mal gucken, wo er am meisten quiekt. Bisher noch nicht. Es kriegt immer noch nichts. Da unten ist er auch nicht, wie ich dachte erst. Hallo Blattsnack, wunderschönen Orbent. Joa, wo könnte er denn sein? Der Pixel-Tod ist da, wo er ist. Justin, das ist eine sehr kluge Aussage von dir. Und da stimme ich dir auch zu 100% recht. Ja. Genau da wird er sein. Autsch. Ich brauche mal ab Pilz. Danke. Ich bin ein bisschen klein geworden.
Kleiner als sonst. Schön. Hier irgendwo ist er. Den Gebiet also. Okay. Vielleicht sogar hier an der Treppe, wo man die Treppe war, da an der Stelle. Nee, da nicht. Dachte erst. Da hinten drin ist er auch nicht. Boah, dieses schwarze Ding, da macht es auch nicht besser, ey. Was darüber hängt, über dem Bildschirm. Also das sehen wir ja nur auf dem Bildschirm, am Fernsehbildschirm so, aber ist halt auch so ein bisschen nervig. Ich geh mal durch hier. Kann ja nicht sein. Irgendwo hier. Ich meine, der spielt immer in der Lava hier, ne? Kann nicht sein. Mach mal kaputt. Ach komm. So, kaputt, sehr gut. Das wird nix. Ne. Das wird schon eher was. Gut. Da sei ich, kann ich sehen. Der hüpft hier rum. War ja klar gewesen, er muss ja irgendwas hier machen. Komm, hüpf rum. Dankeschön. Da hüpft er in der Lava rum. Da war er gerade in der Lava. Danke, Tobi. Ja, da war er in der Lava. Habe ich auch gesehen. Das war echt schön, dass ihr mitsuchen könnt.